Die Schöpfkarte gehört eigentlich wie ein bisschen zum Inventar für große Schweizer Bibliotheken und für Fachleute. Sie war bisher immer selbstverständlich da, wenn auch im Hintergrund. Die Karte ist, und das ist außergewöhnlich, südausgerichtet. Das heißt, für uns steht sie heute auf dem Kopf. Sie misst fast 1,40 mal 2 Meter. Die Schöpfkarte stellt eigentlich das Staatsgebiet, das alte Staatsgebiet von Bern dar. Das reichte aber damals von Bruck bis über Nyon hinaus, vom Lac de Joux bis an den Halwiler See und sogar Schloss Chillon ist noch darauf. Wichtig ist vor allem auch, dass dazu eine Handschrift existiert, eine sehr ausführliche Handschrift, die die Basis für die Kartenproduktion darstellte. Ja, wie hat man damals eine Karte gezeichnet? Die Schöpfkarte entstand ohne Messgeräte, mithilfe von Skizzen, Wegstunden, Berechnung von Koordinaten, Vorbildkarten und eben einer verbalen Beschreibung. Die Geschichte der Karte ist ein 450-jähriger Berner Krimi. Thomas Schöpf, nachdem die Karte benannt ist, wurde ja vor 500 Jahren geboren. Er war ab 1565 für ein Dutzend Jahre Pestarzt in Bern. Die Karte ist ein Konstrukt mehrerer Leute, was nicht unüblich ist bei Karten. Es gab zwei Initiatoren: Adelberg Saueracker, Verleger in Basel, und Niklas Zurkinden, Ratsherr in Bern, welche die Vision von einer großen Schweizer Karte hatten. Die Arbeiten erledigten Fachleute und Hintermänner. Schöpf gab seinen Namen, den Arbeitsraum im Doktorhaus, besorgte die Druckerlaubnis und verfügte über die Finanzierung der Karte in seinem Testament. Er starb 1577, ein Jahr bevor die Karte publiziert wurde. Der Druck wurde aber sofort gestoppt, weil es die Herren aus Bern mit der Angst zu tun kriegten. Die Karte hätte in die Hände von Feinden geraten können. Man denke an die Besetzung des Welschlands. Und sie war ein ausgezeichnetes Instrument für die Verwaltung. Etwa 70 Jahre war der Inhalt hochgeheim. Das war die unmittelbare Wirkung der Karte und der Handschrift. Bis 1800 beruhen die meisten Berner Karten auf Schöpf. Die nachfolgenden Karten übernehmen die Details, aber auch die Fehler. Man hat abgekupfert. Dann wurde das Land unter Napoleon systematisch vermessen und es folgte eine neue Generation von Karten. Wir haben neue Erforschungsergebnisse nach 50 Jahren. Wir kennen jetzt doppelt so viele Karten. Wir wissen von doppelt so vielen Handschriften, aber es gibt auch 15 Kurzversionen der Handschrift. Die Ausstellung zeigt natürlich Originale, aber sie zeigt auch, wie die erste große Berner Karte entstanden ist.